also es war halt immer so, dass Kinder Wutanfälle hatten in den Pausen oder auch im Unterricht und haben das dann immer an anderen Kindern ausgelassen und haben die dann geschlagen, obwohl sie nichts dafür können. Und die Schülerinnenkonferenz hat dann beschlossen, dass wir was dagegen tun müssen. Und dann hatten halt Ahmed und Cenk einen Vorschlag, dass man halt nach Boxen immer ziemlich fertig ist und dann beruhigt man sich. Und dann sind wir halt auf diese Idee gekommen, dass wir diesen Raum haben und der war mal leer steht und hier können wir den Boxraum machen. Und dann haben wir an Malwettbewerben teilgenommen und an unseren Sommerfesten Bilder verkauft, die wir gemalt haben. Dann haben wir das halt, hatten wir irgendwann das Geld zusammen. Dann haben wir das in der Schülerkonferenz besprochen und irgendwann haben wir dann diesen Boxraum gemacht und dann gab es auch so eine kleine Eröffnungsfeier. Der Klassenrat ist jetzt eröffnet. Der Unterschied zwischen Klassenrat und Kinderrat ist, dass wir beim Kinderrat entscheidende Sachen für die Schule besprechen und bei der Klassenrat, wie der Name auch schon sagt, nur Sachen, die in der Klasse passieren können. Wir besprechen jetzt, dass im Kinderrat ist und ihr könnt euch melden. Ich glaube, vielleicht haben jetzt nicht so viele da was zu sagen. Johann? Wir sollten auf dem Schulhof mehr Grün haben, weil man, wenn man Verstecken spielt, dann gibt es entweder Bäume, kahllose, wo nichts dran wächst, außer oben ein bisschen was. Und sonst haben wir nur so kleine Sträucher, wo man sich nicht verstecken kann. Also mehr Pflanzen. Ja. Hat noch jemand was? Lenny? Es war ja schon mal vor einem Jahr oder so, oder vor ein paar Monaten, da ist ja schon ein Kind oder ja, so von dem Steinkreis runtergefallen und hat sich die Birne aufgeschlagen. Darum würde ich die Steinkreise mal wegmachen und dann wirklich anstatt irgendwas anderes nehmen, was Weicheres. Daumenprobe. Okay. Und willst du noch mal das Protokoll vorlesen oder nicht? Also ich leite jetzt den Kinderrat und werde die Leute auswählen, die den Protokollant und der Vorleser des Protokolls von letzten Mal und Zeitfechter. Und ich bin halt Gesprächsleiter. Jetzt nehme ich dieses Kinderratsheft mit dem Kinderrat, weil wir haben ja eben, oder vor der Pause, da im Klassenrat besprochen, was zum Beispiel in den Kinderrat kommen kann, was wir da diskutieren können und so. Hiermit eröffne ich den Kinderrat. Gib das mal Tiana weiter. Wenn wir das Herz rumgeben, da kann jeder seine Meinung sagen. Und jeder sein, das, was ihm auf dem Herzen liegt, sagen. Wir haben noch in unserer Klasse Themen gesammelt. Die Kinder aus der Klasse wählen ein und der ist für der Vertreter für die Klasse. Und der geht dann halt regelmäßig zum Kinderrat
und sagt da seine Meinung, die die Klasse mit ihm besprochen hat. Viele finden, dass der Schulhof zu kahl ist, dass man einige Sachen abbauen könnte und dann mehr Pflanzen einpflanzen an dieser Stelle machen könnte. Ja, Josef? Dieser Halbkreis in der Mitte, da könnte man vielleicht auch ein bisschen Rasen hinmachen, weil wenn man da nach hinten fällt, kann man sich ja eine tierische Platzwunde holen. Mathis? Ja, das finde ich auch. Da könnte wirklich etwas mehr Rasen auch hin, wo man dann mal im Sommer dann mal sich hinlegen kann, wo man sich dann mal spielen kann in der Pause oder in der Mittagsfreizeit. Da waren ja auch schon Verletzungen und sowas. Und unsere Klasse hat sich Gedanken gemacht, ob man statt dem Steinkreis nicht eine Grünfläche machen könnte. Warum soll der denn weggemacht werden? Da haben wir ganz viele Kinder dann Spaß machen. Da wurden die Ecken ja auch abgerundet, dass dann nicht mehr sich wehtun. Okay. Ich finde, bei diesem Steinkreis sollte man einen Rasen hinmachen, aber die Steine auch da lassen, dass man dazwischen einen Rasen macht. So würde das Schulfoto viel schöner aussehen. Martha? Ja, genau. Wenn diese Hüpfsteine da bleiben würden und und darunter, da so, wo dieser noch gepflasterte Kreis, den man gut unterscheiden kann, eine Rasenfläche wäre, dann würden die Steine da bleiben, man könnte da drauf sitzen und es wäre trotzdem auch noch eine Rasenfläche da. Das wäre eine gute Lösung. Frau Behrens? Ich habe so mitbekommen, dass es hier zwei große Themenbereiche gibt. Einmal Holzwerkstatt und einmal der Schulhof nochmal. Und ich denke, es ist am besten, wenn wir Herrn Rieger, unseren Schulleiter, einmal zu dieser Sitzung einladen. Wer würde ihn einladen, das nächste Mal doch bitte zu kommen, weil wir ganz wichtige Anliegen haben. Zu stehen für ein Vorschulklassenkind oder Erstklassenkind, das ist mutig. Und den Mut, wie kann ich mutig sein? Wie kann ich mich da hinstellen? Und dann stellen wir uns, also wir üben das einfach voreinander in einer kleinen Gruppe. Und ich war ganz erstaunt heute, wie diese ganz Kleine aus der ersten Klasse das hingekriegt hatte. Denn sie war in der Vorbereitung immer, ich sag nichts. Und hatte aber den Mut zu sagen, du sprichst für mich, also die Größere zu bitten. Und das ist auch eine Qualität im Schülerparlament, dass Groß und Klein sich gegenseitig helfen. Mehr Respekt für die Vermittler. Was ist mit der Wasserrutschenplane im Sommer? Eine große Uhr fehlt. Wenn man sowas leitet und frei sprechen, und da fühle ich mich dann immer, nach jeder Sitzung fühle ich mich freier, wenn ich da irgendwie vorne gesprochen habe. Und sonst hatte ich mich immer nur geärgert, wenn irgendwas passiert ist, wenn ich da gar nicht wirklich mitgewirkt habe. Und ja, ich liebe es, Verantwortung zu haben. Während des Schülerparlaments selber versuchen wir uns zurückzuhalten. Und das ist für Lehrer und Lehrerinnen immer eine schöne Übung. Weil Kinder ihre eigenen Wege gehen. Und sie gehen für uns dann scheinbar manchmal Umwege, kommen aber da manchmal an, wo wir eigentlich hin wollten, oder kommen dahin, wo wir gar nicht dachten, wo man auch hinkommen kann. Deshalb ist das immer eine schöne Übung, auch außerhalb der Klasse für uns Lehrer zu sagen, halte dich zurück und uns auch gegenseitig dazu stützen. Insofern ist das Team da auch von großer Bedeutung. Natürlich muss man manchmal eingreifen, aber wir versuchen das in dem Sinne nicht zu viel vorzugeben, sondern moderierend. Deshalb würde ich mich eher Leitung oder Moderatorin nennen. Oder Unterstützerin, aber nicht jemand, der also jetzt eine klare Vorstellung hat, da muss es hingehen, hier läuft was in eine andere Richtung und jetzt muss ich das richtig stellen. Das ist nicht der Fall. Und wir hatten halt so eine Tafel, wo halt Wünsche und Ideen hatten, und da sollten wir halt Punkte hinmachen, wo wir was wir dann gut fanden. Und das wir dann in den nächsten Schülerparlament besprechen. Also wir hatten drei. Also eine Voraussetzung, um gute Schülerparlamentsarbeit zu machen an Schulen, ist, dass wir oder dass die Schulen einen Klassenrat einführen in ihren Klassen, damit der Austausch zwischen Klassenrat und Schülerparlament und Klassenrat einfach geleistet wird. Denn sonst verpuffen viele Sachen.
Boxraum gar nicht geschaffen als Boxraum, sondern als einen Raum, in dem Kinder, die furchtbar gerne irgendjemanden hauen möchten, hingehen können und irgendetwas hauen. Und entstanden ist das im Rahmen des Demokratieprojektes, das wir hier durchgeführt haben in der Lerngruppe und in dem es darum ging, was haben Kinder für Stärken, was haben Kinder für Sachen, die sie anderen Kindern zeigen können und was soll nicht passieren. Ich war seit der ersten Klasse an immer bei der Kinderkonferenz dabei. In der ersten Klasse habe ich angefangen und ich fand, es war ein toller Job, viel Verantwortung zu haben und auch anderen Kindern zu helfen. Und seitdem bin ich das immer wieder geworden. Also ich finde es ja toll, dass nicht nur die Lehrerin bestimmt, sondern auch die Kinder. Man lernt durch die Kinderkonferenz schon ziemlich viel dazu. Auch einfach, wenn man sich vorher nicht so getraut hat, zum Beispiel, wenn man eine Buchvorstellung gemacht hat oder so, dann richtig frei zu reden. Und ja, also es stärkt halt das Selbstvertrauen. Kinder sind immer mit einbezogen in wichtigen Entscheidungen oder in wichtigen Plänen. Und wir im Kollegium und auch die Schulleitung unterstützen die Kinder auch dabei, eigene Dinge zu entwickeln. Weil das ist ja hier ein Raum, in dem man auch ein Verhalten lernen sollte, mit dem man später irgendwie weiterkommen könnte und seine Interessen auch artikulieren und gegebenenfalls auch vielleicht durchsetzen kann. Und das ist etwas, das muss man frühzeitig lernen und nicht irgendwann in Sozialkunde oder weiß nicht wann. Wir Kinder haben gesagt, dass wir eine Kinderkonferenz in dieser Schule haben wollen. Wir haben gedacht, es gibt jetzt Lehrerinnenkonferenz, die gibt es eigentlich, glaube ich, auch in jeder Schule, eine Schulkonferenz und vielleicht auch eine Elternkonferenz. Und wir dachten, wir Kinder, wir dürfen doch auch was bestimmen. Wir sind genauso und wir dürfen auch was bestimmen. Und dann gäbe es eine Kinderkonferenz. Also wir haben versucht, auch in der Satzung der Schüko mal festzuhalten, an was können sich Kinder beteiligen und an was nicht. Dazu haben wir auch mal so ein Abecedarium hier gemacht. Also wir haben auch aus meiner Sicht gibt es nicht das Rezept, wie kann eine Kinderkonferenz am besten laufen. Ich finde, das hängt immer auch an den Menschen vor Ort. Aber ich finde, es gibt Anspruch an die Arbeit einer Kinderkonferenz. Und es gibt auch Qualitätskriterien, die ich anlegen würde inzwischen. Und ein wesentlicher Fokus gehört da auf die Themen. Das heißt, ist die Frage, wie werden Themen generiert? Kommen die von den Kindern? Wie werden die methodisch erarbeitet? Oder kommen sie auch von den Erwachsenen? Und ich finde sehr wohl, dass auch Erwachsene Themen in die Kinderkonferenz reinbringen können, um zu signalisieren, wir trauen euch zu, dass ihr euch damit beschäftigt, damit Schulentwicklung auch mit Kinderbeteiligung stattfinden kann. Wenn ich zum Beispiel höre, dass mir eine Schulleiterin erzählt, dass im Kinderrat wieder das Thema Toiletten zum Tragen kommt und zwar schon zum fünften Mal und dass man im Protokoll eigentlich nur mit Copy-Paste ersetzt, dass wieder über Toiletten gesprochen wird, dann reicht mir das nicht für Beteiligung von Kindern so. Das ist für mich eine Unterforderung von Kindern und von daher möchte ich gerne wissen, was könnt ihr, also was sind eure Stärken? Und Themen lassen sich generieren aus den Stärken der Kinder, das ist meine Überzeugung. Und wenn Kinder mit ihrem Potenzial gesehen werden und ihre Stärken mitbringen können in Schulentwicklungsprozesse, dann ist das ein anderes Rangehen, als wenn sie nur gefragt werden, was sie an ihrer Schule doof finden. Der Kinderrat ist hiermit eröffnet. Also, wir haben das letzte Mal schon besprochen, dass der Protokollant Sandra ist. Hier, die Liste, hier. Du schreibst einfach die Anhaltspunkte auf, ne? Gib dir das bitte weiter. Also, ich konnte mir das vorstellen, ich habe mir das aber irgendwie anders vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, wir sind in einem riesigen Raum, wo ganz viele Kinder sind. Und habe mir das auch irgendwie lauter vorgestellt, nicht so ganz still. Und jetzt ist es halt ganz still. Eine eifrige Diskussion entsteht über die Gestaltung des Schulhofes. Er ist zu steinig und die Verletzungsgefahr ist groß. Zu wenige Grünflächen. Gut, genau. Heute haben wir ja Herrn Rieger hier zu Gast.
wir werden nicht loslassen, wir werden da also weiter diskutieren und wir wollen wirklich, dass, nämlich wenn der Kinderrat etwas entscheidet, dann wollen wir es auch. Also ich bin überzeugt, dass wenn man Kinder fragt, was sie können und wenn man mit diesen Stärken mit ihnen gemeinsam noch in eine Fantasiephase kommt und mit ihren Stärken Geschichten entwickelt, aus denen man dann auch wieder ableitet, was sie vielleicht tatsächlich in der Realität an Verantwortung übernehmen können, dass da neue Impulse entstehen, so, und zwar für alle Beteiligten. Und dass es nicht ein pädagogisches Projekt ist, das man den Kindern mal ermöglicht, sich auszuprobieren. Partizipation ist kein Spielplatz, sondern Partizipation heißt, dass Kinder Verantwortung übernehmen. Henrike, was sagen Sie denn dazu, dass mit der, wie wäre das, wenn wir auf dem Schulhof eine Rasenfläche hätten, also eine kleine? Wenn der Frühling kommt und die Bäume wieder aufschlagen, die Büsche, wird man auch viel mehr Grün sehen. Aber ihr habt recht, auf dem Schulhof sind relativ viele Steine. Mathe? Ich fände es gut, wenn da ein bisschen mehr Büsche wären, wo man sich dann richtig gut hinter verstecken kann. Das fände ich auch ganz witzig, nämlich auf dem früheren Schulhof, da gab es einen so einen Busch, in den konnte man reinkrabbeln. Das war von uns das Lieblingsversteck. Ich finde gut daran, dass dann Kinder dann auch was entscheiden können in der Schule und nicht nur die Lehrer. Und dann können Kinder auch ihre Meinung sagen, was sie davon halten und was sie davon halten. Und das finde ich dann sehr gut, dass es dann nicht nur die Schule ausgedacht von den Lehrern ist, sondern auch sehr viel von den Kindern. Wenn wir jetzt was grundlegend ändern wollen, dann müssen wir zur Schulbehörde gehen und sagen, wir wollen, dass da Steine hochgenommen werden und mehr Grünflächen stehen. Den Vorschlag können wir machen. Können wir auch gemeinsam machen. Dazu müsst ihr wissen, was ihr wollt. Dann gibt es ja schulische Gremien, die hängen da. Das wichtigste Gremium, das höchste Gremium ist die Schulkonferenz, das hellgrüne. Und da ist es nach dem neuen Gesetz so, dass auch Kinder oder eine Abordnung des Kinderrats da hingehen kann und sagen, wir würden gerne das und das haben. Das wäre eigentlich euer nächster Schritt. Dann müsst ihr euch mal überlegen, was ihr wollt. Und dann habt ihr die Unterstützung, wenn es gut geht, von Eltern und Lehrern. Und dann hat das höchste Gremium der Schule, der Behörde, gesagt, wir wollen das und das. Und dann müssen wir gucken, was dabei rauskommt. Wie wäre es damit?